Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flife-Video. Heute machen wir ein Box-Opening. Kein besonders großes leider, weil ich in den vergangenen Wochen nicht mehr so viel gefarmt habe. Wie ihr es bestimmt mitbekommen habt, erwecke ich gerade sehr viele Sachen. Und das frisst eine Menge Zeit, wodurch natürlich mein Event-Item-Einkommen extrem abgenommen hat. Und deswegen sind es jetzt relativ wenige Boxen und ich habe jetzt auch ein bisschen gewartet, weil es von einem Event einfach niemals gereicht hätte, um mir auch ein bisschen was zu zeigen. Und deswegen öffnen wir heute knapp 1000 magische Elfentaschen, 515 Sommer-Event-Boxen und 48 von den neuen Star-Boxen. Einfach nur, um vielleicht ein bisschen zu erschnüffeln, wieso die Ratio sein könnte. Sommer-Event-Boxen laufen wir auf Protects aus diesen Wing-Boxen. Und magische Elfentasche, da ist eigentlich nur Müll drin. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen mit den neuen Boxen an, weil es eh so wenige sind. Und ich stehe hier auch direkt vor der Post. Zur Sicherheit sollte uns der Platz ausgehen. Und ja, wie gesagt, noch kurz zur Erklärung. Vor allem bei den Sommer-Event-Boxen hätte ich gerne sehr viel mehr gehabt. Aber da hat man zwei Probleme gehabt. Erstens 20 Event-Items pro Box. Droprate war aber nicht sehr viel besser als von den magischen Elfen-Items, wo man nur 10 gebraucht hat. Das heißt, deutlich verschlechtert. Und achso, oder im Moment hat man ja nicht auch 20 gebraucht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, nee, 10 waren es, glaube ich. Auf jeden Fall hat man hier mehr Items gebraucht. Und der große Nachteil, grundsätzlich kann man zwar theoretisch sagen, gut, wie viele Items man braucht, ist ja egal, solange die Droprate ausgeglichen wird. Und das ist tatsächlich falsch, weil wenn du 20 Items brauchst, musst du mindestens 20 Monster töten. Wenn du aber zum Beispiel nur ein oder zwei Items brauchst, die viel seltener sind, kann es dir trotzdem passieren, dass du 5 Monster tötest und 5 Items droppst, was dann 5 Boxen sind. Aber wenn du 20 pro Box brauchst und du kannst maximal ein Event pro Mob kriegen, dann musst du mindestens 100 Monster töten für eine Box. Also rein theoretisch. Also je mehr Event-Items man braucht, desto schlechter ist es. Immer. Egal wie. Und ja, das ist eine Begründung, warum ich so wenige davon habe. Und die andere ist einfach, dass ich so viel erweckt habe und so wenig gefarmt habe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit den neuen Boxen. Oh, war da schon direkt CS-Set dabei? Interessant. Moment mal, was ist das denn? Der Shining Star Apple sieht aus wie der Golden Apple vom... Jetzt dachte ich kurz, das wäre auch ein Power-Up. Ach, die sollten die nicht sehengebunden sein, die Monster und Oris? Ich meine fast, die sollten sehengebunden sein. Ah ja. Okay, jetzt haben wir jeweils eine... Ach nee, doch nicht. Das ist jetzt einmal die Starbox. Ah doch, perfekt, genau. Bei Nutzung erhältst du ein 2021 Star Headband oder Star Goggles. Und hier ist eben das CS-Set drin. Also hier ist quasi Boots, Gowns und Suit drin. Und hier ist Head und Maske drin. Das war die... nee, das ist der Head, genau. Und das ist die Suit. Cool. Echt gute Sachen. Nice. Okay. Und bei den Power-Ups sieht es aus, als würde man da immer 5 Stück bekommen. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber das ist halt wieder etwas, das ich einfach nicht nachvollziehen kann. Wieso? Wieso uns 25 Stück davon geben, die 5 Minuten halten? Wieso geben sie uns nicht 5 Stück, die 25 Minuten halten? Oder 30 Minuten? Es ist einfach so sinnlos. Ich verstehe es einfach nicht. Aber gut. Und dann die Summer Nature Box. Hier ist einfach nur random Stuff drin. Yeah, Ice Flake with Strawberry Syrup, Angriffstempo plus 20% für 3 Minuten. Ja, blaues Möbelset, sehengebunden. Absoluter Traum. Nice. Und das hier war HP und MP Food. Und das sind die ganz normalen Mysterious Pills. Damn, das ist echt wenig. Also ich bin überrascht, dass wir tatsächlich zwei CS-Teile bekommen haben. Könnte mir aber vorstellen, dass es tatsächlich die normale Ratio ist. Weil ich habe die schon im Auktionshaus für unter 20 Mio gesehen, verständlicherweise, weil sie Trash sind. Aber, naja, das heißt doch einfach, sie sind wahrscheinlich nur selten, wenn sie schon für solche Schleuderpreise... Ich meine, zumindest am Anfang vom Event, egal wie schlecht die Sachen sind, probiert man es meistens trotzdem relativ teuer zu verkaufen. Aber, ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mit den Sommer-Event-Boxen weiter. Wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass mein Inventarplatz reicht. Da sind jetzt unsere neuen Eisflocken drin, die nicht mehr Eisflakes, sondern Eisflocken heißen. Was ist das hier? Ah, die Yellow Basketball Box, okay. Das Purple Basketball Set. Purple Cheerleader. Entweder bin ich blind oder wir haben noch keine einzige von den Wingboxen bekommen. Das ist verdammt schlecht.
Ich dachte mir auch schon, dass ich kein einziges Project aus dem Event kriegen werde. Das scheint sich jetzt zu bewahrheiten. Da ist die erste nach 150 Boxen. Are you kidding me? Oh boy. Ich habe davon 90 Stück im Stream aufgemacht und habe 3 Stück bekommen. Was für ein Witz. Was für ein Witz. Da ist die zweite nach über 300. Wow. Damn. 3 haben wir jetzt. Vielleicht wird es noch eine vierte. Ich verstehe es einfach nicht. Warum? Was will irgendein Mensch auf dieser Erde mit so vielen blauen Regenschirmen? Wieso machen die das? Ich verstehe das einfach nicht. 100 Boxen farmt wirklich jeder innerhalb von 4 Wochen, der auch nur ansatzweise aktiv live spielt und sich zumindest seine eigenen Partys zieht oder irgendwie so. Was denkt man sich dabei, solche Items in so einer kranken Ratio in so eine Box zu packen? Das würde ich echt gerne mal wissen. Okay, da sind unsere Boxen. Eine hätte ich noch gerne. Oder 2 eigentlich, dann hätten wir 5 aus 500 knapp. Und mein Wunsch wird mir nicht gewährt. Wow. Das war echt ein katastrophales Opening. Ich hätte echt mehr farmen müssen bei dem Event. Damn. Wow. Da bin ich ja quasi komplett leer ausgegangen. Die Makaronen sind quasi gar nichts wert, weil die gibt es ja immer in den Bora-Boxen von den Einlog-Events, ungebunden. Das heißt, die sind kompletter Trash eigentlich. Mal abgesehen davon, dass die auch einfach ultra schlecht sind. Ich glaube, selbst im Guild War sind die nicht gerade top beliebt. Zumindest was den Wert angeht, sind sie auf jeden Fall nicht. Ja, Food ist natürlich, naja. Dann Eisflocken, 21, 27, 33, das ist auch extrem wenig. Ja gut, die CS-Boxen können wir noch öffnen. Habe ich gerade 3-mal den Head hintereinander bekommen? Really? Lol. Aber das ganze Set in F natürlich nicht, ne? Nur die Suit. Hm. Die Frisur finde ich ein bisschen crazy. Das sieht fast ein bisschen aus wie so ein Alien, das sich so am Kopf festsaugt. So ultra eng. Ah, weiß nicht. Ist einfach mehr. Seht ihr den Unterschied? Weil natürlich ist die Frisur einfach anders, keine Frage. Aber ich weiß nicht, das sieht hier so. Ne, ich weiß nicht. Ich bin kein Fan davon, sagen wir es einfach, wie es ist. Okay, und dann haben wir jetzt noch unsere 4 Dragon Wings Boxen. Da können, wie gesagt, Protects drin sein. Wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, sind es Refresher oder Upcut Stones. Upcut Stones sind, glaube ich, sogar das Schlechteste. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist schlecht. Das ist auch nicht gut. Ah, war ja klar. Also kein einziges Product von dem Event bekommen. Klassiker. Firecracker Box kann man wegschmeißen, die ist wertlos. Fruit Punch. Da freut sich der Lord über meine große Spende. Und ja, könnte knapp werden mit dem Inventarplatz. Das könnte ein bisschen knapp werden. Zur Not mache ich nochmal kurz Pause. Hatte gehofft, dass es vielleicht in ein Video passt. Ohne zu cutten. Besser gesagt in ein Inventory. Mal gucken. Davon haben wir schon mal knapp 1000 geöffnet, wenn ich mich recht erinnere. Ganz am Anfang vom Event. Also nicht ganz am Anfang, aber nach 1,5-2 Wochen oder so. Da hat man eben deutlich mehr bekommen, einfach weil du nur halb so viele Event-Items bekommen hast. Gebraucht hast, meine ich natürlich. Bekommen hast du genau gleich viele im Endeffekt, aber du hast halt nur die Hälfte gebraucht. Und ja, da gucken wir mal. Da war das Kraut drin, die Power-Ups, die seltsam aussehenden rohes Fleisch zum Beispiel und natürlich das Elfen-CS. Da war es jetzt halt mit den Cloaks ein bisschen haarig, aber ich meine, da können wir natürlich auch ein paar wegschmeißen. Die sind eh nichts wert. Oh man. Ist da wenigstens einer mit Effekten dabei? Oh, tatsächlich. Noch einer vielleicht? Ein weiblich, den ich auch anziehen kann? No. Das nenne ich mal eine Geschmacksverirrung von einem CS-Set. Von einem CS-Outfit.
Oh man, wenn das jemand unironisch tragen würde. Ja, ich weiß gar nicht. Ich meine, es ist zumindest unique, muss man sagen. Es ist auf jeden Fall einzigartig. Du wirst wahrscheinlich niemanden finden, der auch so rumläuft. Nice, nice, nice. So, ich habe das Inventory ein bisschen aufräumen lassen. Und damit können wir jetzt die letzten paar 573 Boxen hoffentlich erfolgreich öffnen. Hab zur Not aber natürlich auch noch ein bisschen Platz auf der Bank. Und jetzt kriege ich keinen einzigen Cloak mehr. Lol, hallo, 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 hallo. Jetzt, hä? Was? Hallo? Alter. Du willst mir erzählen, dass ich gerade 30 Inventarplätze freigeräumt habe und aus der fast der gleichen Anzahl. Was ist denn das, Alter? Ich habe gerade literally 30 Umhänge bekommen aus 420 Boxen. Aus 573 Boxen habe ich 6 Umhänge bekommen. What? Was ist das für eine Ratio? What? Das ist vollkommen unnötig. Ich hätte nur. Was? Ich hätte einfach nur ein paar Cloaks löschen müssen. Geil. Echt geil. So, wie sieht es bei den Masken aus? Wie viel haben wir hier mit Effekten bekommen? Also, wir hatten einen Cloak mit Effekten, wenn ich jetzt nichts übersehen habe. Nee, einen Cloak mit Effekten hatten wir. Und Maske mit Effekten. Die sind wahrscheinlich ganz vorne, die mit Effekten. Aber wir haben, glaube ich, gar keine. Nope, keine einzige. Keine einzige Maske mit Effekt aus 1000 bzw. 991. Wow, das ist echt schlecht. Und sonst, ja, die CS derzeit, die sind natürlich hier ohne Effekte. Ja, das war's. Eine sehr bescheidene Ausbeute. 45, 41, 37, 40 von den Power-Ups aus dem 11. Event und der Rest wäre von dem neuen Event. Ja, und das ist eine Zusammenfassung der letzten beiden Events und des aktuell laufenden Events. Man farmt eigentlich für nichts. Man will nichts davon haben und nichts davon ist gut, bis auf die Power-Ups. Und die laufen meistens zu kurz, maximal 10 Minuten. Beispiel A. Beispiel, ach, die Eisflocken habe ich in der Bank, RIP. Beispiel B und Beispiel C. Und jo. Damit verabschieden sich, mein super cool gestylter, gefashionter Charakter und ich mich von euch. Danke fürs Einschalten. Würde mich immer sehr beim Like, Kommentar, aber von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.